Psst, leise. Keine großen Sprüche klopfen. Die Schlagwörter beim 1. FC Kaiserslautern für die kommende Drittligasaison lauten eher Demut und Geduld. Nach der erneut schlechtesten Spielzeit der Vereinsgeschichte und dem beinahe Abstieg in die Regionalliga in der vergangenen Saison möchte der Traditionsverein keine großen Ziele verkünden, sondern einen Schritt nach dem anderen machen. Das Wichtigste ist erstmal gar nicht so weit vorauszublicken, sondern wirklich einfach mal erstmal das erste Spiel anzugehen. Da haben wir, mit Braunschweig dann halt schon wirklich einen richtig guten Gegner vor der Brust. Und Step by Step einfach die Mannschaft weiterentwickeln. Und ich glaube, dann werden wir sehen, wie wir abschneiden in dieser Saison. Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung vom Krisenclub hin zur ernstzunehmenden Drittligamannschaft soll Felix Götze einnehmen. Der jüngere Bruder von Weltmeisterspieler Mario ist nach der vergangenen Kurzleihe nun für die ganze Saison an den FCK ausgeliehen. Das ist, glaube ich, jetzt die Zeit, wo ich da war, sehr erfolgreich war und es mir einfach wieder Spaß gemacht hat, einfach zu spielen. Und das möchte ich einfach mal eine ganze Saison tun. Und die Spielweise und auch die Mannschaft, es hat einfach alles gepasst und deswegen gab es für mich eigentlich nicht viel zu überlegen. Für Götze spielte neben dem vertrauten Umfeld und dem Wissen, was er beim FCK hat, auch Trainer Antwerpen eine wichtige Rolle für seine erneute Rückkehr nach Kaiserslautern. Trotz anderer Angebote höherklassiger Clubs. Antwerpen spielt den Ball des Lobes zu seinem Wunschspieler zurück und hat für Götze klare Aufgaben in seinem Team. Ja, die Rolle, die er, glaube ich, in der Rückrunde auch schon eingenommen hat, ja, uns einfach eine sehr, sehr hohe fußballerische Qualität auf den Platz zu bringen. Und ist halt auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse, das kommt noch dazu. Und da haben wir auch immer darauf geachtet, dass wir die Spieler, die wir hinholen, auch charakterlich zu uns passen. Und ich glaube, das ist uns auch mit allen Spielern, die jetzt hier im Kader sind, gelungen. Denn mit dem Bundesliga-erfahrenen John Zimmer sowie Stürmer Daniel Hanslik gelang es dem FCK erstmals seit dem Drittliga-Abstieg 2018 nicht nur Leistungsträger fest zu verpflichten, sondern mit Neuzugang Mike Wunderlich auch mehr Führungsstärke ins Team zu holen. Lenken soll das FCK-Spiel aber der in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld flexibel einsetzbare Götze. Das Wir-Gefühl ist dabei ebenfalls entscheidend. Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut und ich denke mal, wir werden Samstag dann direkt sehen. Wir werden alles raushauen und hoffentlich dann direkt mal unsere ersten 3 Punkte sammeln. Zudem setzt der FCK am Samstag gegen Braunschweig, aber auch für die komplette Spielzeit, auf die Rückkehr der Fans. 15.000 sind es nach der Genehmigung der Behörden zu Saisonbeginn. Eine eingespielte Mannschaft und Unterstützung von den Rängen. Sollte diese Kombination gelingen, wird es rund um den Betzenberg sicherlich auch schnell wieder lauter werden. Im positiveren Sinne. Ah!